Dann knacken wir mal hier. Au. Kriegen eine Falle ab. Ja, nun gut. Was braucht nichts Gefährliches, hoffe ich doch. Fragt, was macht ihr? Du kannst auch nichts mehr tragen. Wer hat noch Platz? Ich bin bereit, wurde aber auch Zeit. Führt mich an, mein Freund. Ihr braucht meinen Rat, nicht wahr? Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Die Pflicht ruft, so sei es denn. Gut, dann nimm du mal die beiden Sachen mit. Wurfpfeile plus 1 ist schon mal nicht schlecht. Den Stab können wir wahrscheinlich so nicht identifizieren. Nö. Ach, du hast ja auch wieder Platz. Gut. Das hier in Ordnung. Schnelligkeitsöl. So. Wo soll ich euch meine leichtfüßig und so? Das kann Airy plündern. Das hier muss auch Airy plündern. Nochmal Pfeile plus 1. Ich entsinne, was immer ihr benötigt. Ich erledige es gut. Trinkt ihr noch? Der Charakter ist zu weit entfernt, so. Jetzt ist es besser. So, der Schnee? Hey, ja! Hey, die Touristen lieben das. So, da ist hier oben leer, oder? Nee. Die Schutz vor dem bösen Schriftrolle fehlt noch. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Wenn ihr wirklich meint. Gut. Da ist nichts. Da war verschlossen. Was braucht leichtfüßig und so? Ihr braucht meinen Rat, nicht wahr? Ja, wir. Die beiden Sachen einsacken. Das mal. Ah, jetzt ist der Behälter auch schon voll. So. Der Rest ist Zeug zu verkaufen. Alles gut. Und jetzt ein Quick Save. Erzählt mir mehr davon. Weil wir das alles hier erledigt haben. Wir dürften ja jetzt auch nicht mehr viel zum Erledigen haben hier drin. Okay. Ich kann trotzdem nicht einfach rauslatschen, als ob das mein Laden wäre. Keine große Herausforderung. Ich denke, ich bin... Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Die Treppe ist nämlich mit einer Falle versehen. Genau. Eine der garstigen Varianten. Nun gut. Was leichtfüßig und so. Also wie es aussieht, haben wir hier die Küche und den Ausgang gefunden. Blitzstrahl. Okay. Die Falle lasse ich mir jetzt aus Stolz nicht entgehen. Keine große Herausforderung. Ich denke, ich bin so weit. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. So. Gut, das war das. Was leichtfüßig und so. Auch wenn hier drin nichts Wertvolles ist, hat das genau das hier gemacht. Beziehungsweise das da gebracht. So. Zu weit entfernt. Die steht doch da oben. Okay, gute Frage. Befindet sich bereits im Zauberbuch. Gut. Ich bin bereit. Das heißt. Einstellungen. Schwierigkeitsgrad runter.
Er hat 84, das heißt, er kriegt so um die 13 zusätzliche Punkte, sagen Kunden um 1. ETW, Rettungswürfe sind arg verbessert. Eine zusätzliche Waffenfähigkeit. Zweihändiger Kampfstil. Ich wollte mal gucken, was der überhaupt macht. Ein Charakter, der sich auf diesen Kampfstil spezialisiert hat, kann beidhändig geführte Waffen mit zusätzlichen Boni einsetzen. Wenn der Charakter einen Fähigkeitspunkt anwendet, erhält er plus 1 auf Schaden und minus 2 auf Initiative. Wenn der Charakter einen zweiten Fertigkeitspunkt anwendet, erhält er weitere minus 2 auf Initiative und verursacht bei einer gewürfelten 19 oder 20 statt nur bei einer gewürfelten 20 einen kritischen Treffer. Mhm. Kampf mit Waffe und Schild. Minus 2 auf die Rüstungsklasse gegen Fernkampfwaffen. Das ist auch nicht schlecht. Einhänderkampfstil. Wenn man kein Schild trägt, minus 1 auf die Rüstungsklasse und verursacht kritische Treffer. Mit einem weiteren Bonuspunkt erhöht sich der Bonus auf Rüstungsklasse minus 2. Mhm. Ein Kampfstil mit 2 Waffen. Und erleidet weniger Abzüge auf seine Trefferwürfe. Ein Charakter ohne diese Fähigkeit erhält minus 4 auf Trefferwürfe mit der Hauptwaffe minus 8. Mit der zweiten. Mit einem Fertigkeitspunkt auf diese Fähigkeit reduziert sich dann die Mal auf minus 2 und minus 6. Bei zwei Fertigkeitspunkten beträgt der Maus nur noch minus 4 mit der Zweitwaffe. Und bei drei Fertigkeitspunkten minus 2. Also ja, man verliert halt den Malus. Den ETW-Malus. Ist aber nicht so wichtig. Wir wollen Keldorn Zweihänder-Kampfstil geben, weil er halt seinen Zweihänder führt. Minus 2 Initiative ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Wie viel Initiative hat er jetzt dadurch? Das heißt, er kann ziemlich gut angreifen eigentlich. Wo ist die Initiative? Waffengeschwindigkeit minus 2. Also deswegen, ja, 2 Angriffe. Wir haben immer noch nur 1,5 Geld. Ja, 1,5. Also 3 halbe. Minsk hat 2, Keldon hat 2. Jahira hat nur 3 halb. Er hat 3. Sie hat nur einen mit ihrer Schleuder halt. Ja, aber Keldon, wo ist deine Initiative? Die würde mich gerade interessieren. Reaktion plus 5, das wird wahrscheinlich die Initiative sein. Egal. Ihr braucht meinen Rat nicht. Yoshimo ist bereit. Jetzt gucken wir noch ganz vorsichtig in diesen Raum hier. Wobei hier einfach nichts drin ist. Gut, damit ist das Sklavenhändlerschiff eigentlich auch gesäubert. Ja, was immer ihr. Oh, und ich's vergesse. So. Schwierigkeitsgrad wieder hochdrehen. Ich lasse mich vom Level ab zu leicht ablenken. Katze. Ihr zeigt, wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse einen Schritt zur Seite. Minsk redet mit der Katze. Kann er nicht. Gut. Okay, ich denke mal, das ist auch erledigt. Ladenbesitzer. Wenn es das ist, was ihr wollt. Seid mir gegrüßt, werter Kunde. Ach, hallo. Auch die meine Fürstin. Es sieht so aus, als ob ihr ein Auge auf hochwertige Waren habt und euch damit auskennt. Ich hätte vielleicht ein paar Schmuckstücke, die jemand wie euch interessieren könnte. Dann lasst mal sehen. Ja. Eigentlich nur Waffen plus. Die Schleuder ist gekauft. Beschlagener Lederwams plus 2 und der Rest ist, naja.
Ich bin so doof. Dann kriegst du halt eine bessere Schleuder. Aber wenn du sie so selten benutzt, sie hat schon eine Schleuder plus 2. Hm. Kann ich laden? Ja, kann ich. Sind zwar nur 930 Gold, aber... Hier ist Galen Bales Haus. Kann ich da reingehen, ohne dass Bale mich gleich anquatscht? Ich will nämlich mal sehen, was sein Kumpel oben noch zu verkaufen hat. Was immer ihr jo. Wünscht. Bale lässt mich erstmal in Ruhe. Ich warte, wenn ihr es wollt. Ah, ich erkenne einen anspruchsvollen Kunden. Gut, lass sehen, was ihr habt. Schutzamulett, ein paar Tränke. Kettenhemd, normaler Schild plus 1, Stabschleuder, Krummsäbel, zweihändiges Schwert plus 1, Speer, leichte Armbrust, Kurzbogen, Edelsteinbeutel, Identifizierungsbrille, Robe des Reisenden. Also nicht wirklich was Tolles. Vielleicht höchstens der Schienenpanzer, aber auch nicht so wirklich. Wie gesagt, schildmäßig für Jahirat. Muss übrigens gerade mal gucken. Waffe und Schild hat sie 1. Und Krummsäbel hat sie auch 1. Kampfstäbe hat sie auch nur 1. Also die Kombination wäre bei ihr eigentlich fast schon besser, weil sie mehr Rüstung dadurch hätte. Und Schild eh nicht extra zählt. Also sollte ich auch schon nach einem guten Krummsäbel für sie halten und ihr das Deflektionsschild kaufen. Wenn es das ist, was ihr wollt. Das wäre effektiver, als sie mit einem Stab rumlaufen zu lassen. Weil ich denke mal, wenn sie die nächste Stufe als Kämpfer aufsteigt oder die übernächste, wird sie eh wieder einen Punkt kriegen, den ich irgendwo rein investieren kann. Wobei das noch eine ganze Weile hin ist. Vorher steigt sie wieder als Druidin auf. Wie sieht es denn so aus mit Aufstiegen? Sie hat noch eine Weile. Minsk hat noch eine ganze Weile bis zum nächsten Aufstieg, so wie Keldon jetzt auch. Ja, Hira ist am nächsten dran mit knapp 35.000. Yoshimo hat eine Weile. Eri, ja, ist auch noch weit weg. So, wir gehen jetzt erstmal in die Kupferkrone. Und hoffen, dass wir unseren Ruf nochmal um eins beliebter machen können. Ihr müsst eure Gruppe erst... Keine große Herausforderung. Oh, hier hat sie nicht viel getan. So, Hendak, Skaven sind frei. Ihr habt die Tat vollbracht, wie ich sehe. Ich kann euch gar nicht sagen, wie überglücklich ich bin, dass so viele Kinder gerettet wurden. Und dass hier niemand mehr in die Sklaverei geraten kann. Wow, Gruppe hat verbessert und jeder hat einen Haufen Erfahrungspunkte. Wenigstens für eine Weile. Ich bin nicht naiv genug zu glauben, dass die Sklaven hier nicht irgendwann zurückkehren werden. Jedenfalls werde ich wachsam sein und gegen sie kämpfen. Ihr habt mehr getan, als ich von euch erwartet wurde und dafür gebührt euch Hendaks ergebenster Dank. Ich habe hier einige von Itinas wertvollsten Dingen für euch zusammengetragen. Ich hoffe, dass dies wenigstens ein kleiner Lohn für das Gute, das ihr getan habt. Ich kann nichts mehr tragen. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Ein Bastardschwert? Ja, die Gruppe hat einen Gegenstand eingebüßt. Das wird der Schlüssel sein, ja. Der fehlt auch. Und zwei Gegenstände gewonnen.
Ihr zeigt mir wohin und ich schwör, wo immer Minsk auch hin. Okay, dann kommt auch mal Minsk. Allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Frohlocket! So, jetzt aber.